starken Köpfe zusammenstecken. Den passenden Rahmen stellte gestern die Industrie- und Handelskammer in Nürnberg. Die vier Städte vielleicht unter einer Devise: nicht mehr allein im stillen Kämmerlein sitzen, sondern gemeinsam für eine Region einstehen. Auf dem 94. Kammergespräch haben die Oberbürgermeister Ludwig Scholz, Wilhelm Wenning und Dr. Siegfried Balleis gemeinsam mit ihrem Amtskollegen aus Schwabach, Senator Hartwig Reimann, dem Präsidium der IHK Schwerpunkte ihrer Arbeit erläutert. Gemeinsam mit der IHK und deren Repräsentanten wurde das Thema der Podiumsdiskussion Vier Städte, eine Region diskutiert. Das sagt eigentlich schon sehr viel aus. Das sagt, vier Städte denken gemeinsam, fühlen gemeinsam, handeln gemeinsam, sind nicht mehr eifersüchtig aufeinander, wenn bei einem was geschieht, was beim anderen mal nicht geht. Aber es sind nicht nur die vier Städte, es sind auch noch die vier Landkreise, die mitzudenken sind. Und das ist das Besondere, dass hier an einem gemeinsamen Strick in die gleiche Richtung gezogen wird. Betont wurde bei den gemeinsamen Zielvorstellungen vor allem die Notwendigkeit, dass die Interessen der Region verstärkt und zusammen dargestellt und vertreten werden müssen. So treten die vier Städte und Landkreise nunmehr gemeinsam unter dem Stichwort 4 plus 4 auf und unterstreichen somit ihr Handeln für die Region. Bezüglich der hohen Erwerbslosenzahl im Ballungsraum erhofft sich Ludwig Scholz eine Besserung durch verschiedene Projekte, die noch in diesem Jahr eingeleitet werden. Durch sie sollen die Kompetenzen in der Region verstärkt werden. Dr. Siegfried Balleis kritisierte bezüglich der Arbeitsmarktsituation vor allem das Verhalten der Presse. Ich habe das auch in dem Gespräch mit den Vertretern der NN gesagt. Ich halte es nicht für richtig, diese Region und auch am heutigen Tage wieder geschehen auf der Seite 1 zur Krisenregion der Nation auszurufen. Das ist anhand der objektiven Fakten im bundesrepublikanischen Vergleich nicht zutreffend.